Aloha, meine Lieben. So, Böcke hatte ich noch und meine allerliebste Kollegin hatte noch Böcke in Holland. Und die steht jetzt da und nimmt mich mit. Und deswegen habe ich jetzt mal mein Deppenzepter genommen. Und ja, da geht's mal los. Ich zeige euch mal hier im Hintergrund. Was seht ihr das? Das ist der Lift von meinem Mann, dass der überhaupt hochkommt. So, schwupsi. Und da gehen wir mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das aussieht. Kamera wackeln, das ist das erste Mal, dass ich das mache. Vor allem rutscht der auch wieder. Der Dings. So, ihr seht davon von aus, das ist mein Dings, mein Wohnzimmerfenster. So, jetzt steigen wir ein. Das ist die liebe Andrea. Sag Hello. Hallo. Und jetzt geht's rund nach Holland. Bis gleich. Okay. So, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, war leider nicht erfolgreich. Deswegen nur ein mini kurzes Video. Ich habe, ja, Amy, bisschen Schatz, ne? Jo, Schatzbär. Ja, mini Haul. Ich habe diese Stickerbücher bekommen. Die blättern wir mal durch. Ich habe die noch gar nicht durchgeblättert. Wie gesagt, die sind für mich neu. Ich glaube, das hatte ich schon. Also ich habe alles zweimal geholt. Das. Dann noch eine mega Zahnbürste, die hole ich mir gerne im Action. Da hat man wenigstens zum Schrubben im Mund. Und das ist der niederländische Bon. Ne? So, also ihr seht, wie klein geschrieben. Da kann ich nur, also die Zahnbürste hat schon mal 59 Cent gekostet. Das kann ich euch schon mal sagen. Und dann habe ich noch einen Schlüsselanhänger. 99 Cent. Vielleicht für meinen Büroschlüssel. Freuen sich die Männer auf der Arbeit. Haha. So, dann fangen wir mal an mit den Blöcken. Mit den Aufklebern. Entschuldigung. So, ich hoffe, das Licht ist einigermaßen. So. Schwupps, schwupps, schwupps. So. Das, 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 das. So. Ja, wie gesagt, meine eine Kollegin war ja eben kurz bei mir, spontan, mal nach Holland zum Action. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich habe nur diese Stickerbücher gekauft und die Zahnbürste und den Schlüsselanhänger. Das war's. Aber trotzdem möchte ich euch die jetzt noch gerne zeigen. So, ich muss selbst mal ein bisschen mit Linsen. Ne? Ich hoffe, das geht so vom Licht. Blend. Ja. So, immer zwei Sticker. Sheets von den verschiedenen Mustern. Ja, wieder sehr schön, brauche ich für meinen Planer. Mal mehr, mal weniger. Vor allem für Filofax, da hat man ja nie so viel Platz. Ja. So, ja, irgendwie, man merkt, ich werde auch müde. Ich laber nicht mehr so viel wie mittags. So, und morgen ist der letzte Tag vor Altweiber. Und Donnerstag geht's rund. Und ich denke, Freitag werde ich keinen Haul drehen, weil ich auch nirgendwo hinkomme. Aber vielleicht nochmal ein Kurbelvideo oder mal gucken. Vielleicht muss ich mich aber auch kurieren, weil ich einen Kater habe. Schauen wir mal. So, achso, was die gekostet haben, ne? Wollt ihr auch wissen. Die haben gekostet 89 Cent je Stück. Und ich finde, die sind echt supi. Achso, meine Waage habe ich auch ausprobiert. Ne? Ich habe einen ganz schön hohen Fettanteil. Eieieiei. Aber ich bin soweit ganz zufrieden. Die erinnert mich wohl jetzt auch, wann ich mich wiegen soll. Ich bin gespannt. Und ob ich da wirklich dann was dran tue, wegen Körperfett und so. Also 90% ist es nicht, aber es ist schon einiges. Oh, geht hier los, aber ist das nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und dann das hier. So. Ich halte es mal so. So ist, glaube ich, besser, ne? So.
Sehr schön. Das ist immer, da kann man dann auf der Arbeit auch eher mal schnell ein bisschen dekorieren, gerade im Päuschen. Ja, mal schnell hier noch ein Aufkleber, da noch ein Aufkleber. Waffel ist vielleicht auch besser, wie die großen Blöcke zu kaufen und da dann anfangen zu schnibbeln und zu schneiden. Die halten einen ja eh schon für bekloppt mit dem Kalender, ne? Was schreibst du denn da immer auf? Was kommt denn da rein? Ja, ne, da muss man halt einen Sinn für haben. Das haben nicht alle. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch mein Kalender. Ich muss ja Spaß mit haben. Und den habe ich. So, ja, dann schreibt doch mal. Feiert ihr auch Karneval? Als was geht ihr? Als was verkleidet ihr euch? Wo feiert ihr? Geht ihr zum Straßenkarneval? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich weiß, kann man auch Fotos hochladen? Ich glaube nicht, ne? So, aber würde mich mal interessieren. Wer da auch so karnevalistisch veranlagt seid. Also ich nur so ein bisschen, wie gesagt, auf der Arbeit, das ist auch das Einzige. Vielleicht noch hier im Ort zum Zug mal gehen am Montag. Nee, der ist Samstag. Hier hat auch Montag soweit alles zu, weil hier Karnevalshochburg ist. Ich komme ja eigentlich nicht hier aus der Gegend, sondern eigentlich auch nicht karnevalistisch. Nicht karnevalistisch aufgewachsen, so, ja. Aber so ein bisschen feiern macht doch Spaß. Ich habe mir schon meine Playlist zusammengestellt für Donnerstagmorgen zum Fertigmachen mit meinen Karnevalsliedern, damit man in Stimmung kommt. Und Emmy quietscht, obwohl ich war gerade mit ihr draußen. Keine Ahnung. So. Nee, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Aber wisst ihr, was mir mal aufgefallen ist? Ich suche ja noch Deko-Ostereier. So für drin, schöne. Und für draußen einfach irgendwie etwas Plastik. Aber halt nicht zu kitschig. Ich habe dieses Jahr echt keine gesehen, nirgendwo. Nur die, die mir gefallen haben, waren mir dann zu teuer. Aber das waren auch ganz, ganz wenige nur. Und dieses Jahr ist irgendwie, also total blöd. Weiß ich nicht. Und beim Thomas Philips war ich noch nicht, aber da hat meine Freundin gesagt, kannst du dir sparen. Die schießen dieses Jahr den Vogel ab an Geschmacklosigkeit. Also, weiß auch nicht. Naja, die Geschmäcker sind verschieden und dann vielleicht nächstes Jahr wieder. Oder vielleicht kommt ja, wenn jetzt die Karnevalssachen weggeräumt sind, kommt noch ein bisschen Osterdeko. So viel brauche ich nicht, aber ich hätte gern halt draußen doch mal einen Strauch dekoriert. Schauen wir mal. So. So, ja, was soll ich euch noch erzählen? Im Moment ist so, ja, ich ziehe mich gleich um in meine Schnubbelsachen, abschminken und dann waagerechte. Oder gucken wir gleich, warte mal aus. Ja, wir gucken mal, aber was gucken. Ja, wieder sehr schön, diese Dinge. Echt toll. Ja, dass ich zur PlanerCon fahre im Mai, habe ich, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Da freue ich mich auch drauf. Ich bin total gespannt. 2 Tage Brüssel. Er sagt, Donnerstag fahren wir los und sonntags kommen wir wieder. In 2,5 Tage. Und Samstag, Sonntag ist halt diese PlanerCon.
Und da sind auch ganz viele Aussteller. Also wer auf jeden Fall schon da ist, ist Erin Condren. Ich glaube, Hobonichi, diese japanischen Planer. Ich bin gespannt. Wie gesagt, deswegen fahre ich ja nicht zur Kreativa, weil alles geht nicht. So, aber wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder kreativer. Genau, weil ich wollte ja dieses Jahr auch, wenn ich es denn schaffe, im September zum Stempelmekka nach Hagen. Da will ich schon seit 2 Jahren hin und immer ist irgendwie was anderes. Letztes Jahr war ja der Umzug oder ja, immer ist sonst irgendwas. So, das sind die netten Büchlein. 1,89 Cent. Ich denke, das ist, ja, die sind echt toll. Ja, dann würde ich sagen, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben, noch besser ein Abo oder beides. Ja, ich freue mich über die Menge an Abonnenten. Ich hoffe, dass ich am Montag frei habe, wegen Rosenmontag, dass ich am Wochenende endlich mal dazu komme, ein paar Gewinne zusammenzustellen und dann auch beim nächsten oder übernächsten Haul dann auch die Verlosung anzusagen. Und ja, ich denke mal, großartig machen müsst ihr da nichts, sondern nur halt sichtlich meinen Kanal abonniert haben. Ihr müsst mir auch nichts basteln. Ich überlege mir mal was. Vielleicht auch einfach nur so, weil ihr so lieb seid und mich liked und so viele Abonnenten. Und ja, freue ich mich. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Toaster steht immer noch da. Den will ich ja entsorgen, der ist ja kaputt. Hat mir noch keiner in die Kommentare geschrieben wegen des Toasters, weil ich hätte ja gerne mal gewusst, welchen ich denn kaufen soll. Also welcher gut und günstig ist. Ja, den entsorge ich aber. Beim nächsten Video wird er nicht mehr da stehen. Hoffe ich. Na, werden wir sehen. Okay, also schönen Tag, gute Nacht, schönes Wochenende. Keine Ahnung, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.